Leute, ich sitze so gerne auf diesem Stuhl und würde jetzt am liebsten einfach ein Spiel losspielen, weil das so viel Spaß macht. Aber ich stelle euch heute den neuen Geek & Sun Tisch vor, und zwar den Megan, den wir auch haben. Und also wir haben einen Tisch von Geek & Sun und wir sind richtig begeistert. Das ganze Video ist auch gesponsert von Geek & Sun und ich werde euch jetzt zeigen, wieso dieser Tisch so cool ist, wieso wir den auch so lange bei uns haben und den die ganze Zeit weiterempfehlen an all unsere Freunde. Und das machen wir jetzt in dem Video. Deshalb sage ich viel Spaß und los geht's. Zuallererst, was ist überhaupt ein Brettspieltisch und wofür brauche ich überhaupt einen Brettspieltisch? Also ein Brettspieltisch wie der hier von Geek & Sun ist natürlich zum einen ein Tisch, an dem ihr ganz normal sitzen könnt. Ja. Und dann ist auf einmal der Tisch ein ganz normaler Esstisch, wo ihr eure Gäste einladen könnt und ihr könnt euch bequem hinsetzen und ihr habt einen wirklich schönen Echtholztisch. Und der große Vorteil an diesem Esstisch ist, dass wenn ihr hier auch mit euren Gästen isst und ihr habt dann vielleicht jemanden, der ein Glas Wasser ausschüttet, dann habt ihr hier so kleine Rinnen und zwar wird das Wasser dann immer hier in die Ecke fließen, sodass das Spiel selber nicht beschädigt wird. Das haben wir selber zu Hause auch schon ausgetestet mit unserem Tisch. Da ist schon das ein oder andere Glas umgekippt, aber die Spiele sind nie schmutzig geworden. Deshalb, wieso ist das dann auch so toll? Weil ich auch zum Beispiel in meiner Lebenssituation, ne, wenn man Kinder hat oder wenn man auch nicht, wenn man lange arbeiten war und man möchte einfach nach Hause kommen und losspielen, dann kann man das Spiel an einem Abend vorher schon aufgebaut haben oder man hat ein Spiel wie Frosthaven darauf und hat es die ganze Zeit aufgebaut und dann kann man das immer spielen. Man muss es nie abbauen. Und da spreche ich wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist wirklich genial. Also wirklich auch so Spiele wie Frosthaven waren bei uns deshalb Dauer aufgebaut unter dem Tisch. Über den Tisch haben wir andere Spiele für euch getestet und vorgestellt, aber unter dem Tisch, da war dann immer noch Frosthaven. Jetzt gerade ist Frosthaven bei uns auch abgebaut und wir testen die ganze Zeit andere Spiele. Und das Schöne ist ja auch an diesem Tisch, dass es einfach gemütlich ist. Und kurz nochmal zu gemütlich. Ich werde euch jetzt nach und nach alles vorstellen, was ihr auch in der Kickstarter-Kampagne alles holen könnt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ich werde dann versuchen, jede Frage so best wie möglich zu beantworten. Was aber den Tisch von Geek & Sun so besonders macht, ist nicht nur die hohe Qualität, sondern auch, dass sie sich ganz viele Gedanken machen, wie es euer Spielerlebnis auf das nächste Level bringen kann. Also nicht nur durch die Platten, die wir hier einfach rausholen können. Und hier unten gibt es so einen kleinen Knopf, da kann ich drücken und danach kann ich alle Platten einfach rausholen. Und die Platten haben auch hier alle so ein kleines Gummizeug, damit wirklich auch kein Wasser durchkommt. Das Ganze hat hier noch so ein System, das ich natürlich jetzt als Nicht-Handwerker gar nicht so erklären kann, dass der Tisch, keine Ahnung, so eine minimale Neigung hier in diesen Rinnen hat, dass es dann am Ende an der Ecke rausläuft. Ja, und das ist dann so ganz wenig und das wird dann da aufgefangen. Das Ganze auch noch, was mich am Tisch vorher nicht so ganz gefallen hat, ist, dass es hat zwar LED-Stripes, ja, aber die müssen ja irgendwo angeschlossen sein. In unserer Wohnung steht der Tisch perfekt direkt an einer Steckdose und deshalb ist immer angeschlossen. Hier hat man jetzt eine Powerbank und die ist dann auch in dieser Platte. Und zwar hier drinne ist dann die Powerbank, ja, und damit kann man dann das Licht steuern. Und jetzt fragt ihr euch, was ist eigentlich dieses kleine Metallstück hier, wieso ist das überall dran? Das ist ganz einfach, weil es hat hier am Rand so ein System, dass hier so Rinnen sind, wo ihr alles befestigen könnt. Das heißt, ihr könnt hier diese Schalen befestigen, falls ihr es aus Metall haben wollt, wo ihr Würfel und so weiter reintun könnt. Aber auch hier gleichzeitig diese Tokenschalen und die könnt ihr auch so hin und her schieben. Das heißt, falls ihr Platz braucht. Gleichzeitig gibt es das auch für kleine Becher, die ihr nehmen könnt, aber auch für Weingläser, wenn ihr Wein trinkt beim Brettspielen, zum Beispiel Viticulture. Gleichzeitig gibt es das dann nochmal für Tokens. Also gibt es echt, echt viel cooles Zeug. Und das könnt ihr euch dann auch einfach auf der Seite zusammenstellen. Was ich aber mit Wally auch am besten finde, sind halt wirklich diese Becherhalter, wo einfach wirklich eure Gläser, Becher etc. rein können. Und dann fallen die da auch nicht um. Ja, und nehmen keinen Platz auf der Spielfläche ein. Aber auch so kleine Tokenhalter, besonders wenn man dann so
Spiele spielt, wo man nicht will, dass der andere sieht, wie viele Tokens man hat, wie viel Geld man noch hat, da eignet sich sowas natürlich auch perfekt. Ah. Also auf diesem Stuhl zu sitzen, macht ohne Spaß richtig Spaß, also ohne Witz. Das sind übrigens auch Stühle, die ihr bei der Kampagne mit unterstützen könnt. Die könnt ihr euch dann auch in euren Spielerfarben holen, also blau, rot, gelb und grün. Und dann holt ihr euch die Stühle in vier Farben. Ihr könnt natürlich auch nur monoblau nehmen. Und ja, die sind schon sehr, sehr bequem. Ja, also das sind, wie gesagt, bei Geek & Sun steht die Qualität ganz oben. Gleichzeitig haben die noch so weitere Accessoires wie hier. Können wir unsere Karten reintun und gleichzeitig auch unsere Tokens. Also es gibt hier ganz viel, hier auch Karten. Falls ihr Archinova spielt und ganz viele Karten habt oder hier hat das so eine bequeme Drehung, dass ihr dann wirklich die Karten alle auf einem Blick habt. Und ja, und da fühlt man sich bei diesem ganzen Zeug einfach sehr edel. Also sagen wir jetzt, ihr habt einen Spieleabend, dann wollen wir die Platten hier alle wegräumen und fangen dann mit unserem Spiel an. Ihr könnt euch dann auch noch aussuchen, welche Accessoires ihr wollt. Die könnt ihr hier an den Rand legen. Und übrigens gibt es auch diese Tokenschale, das ist Wallis Lieblingsdingen. Zack! Und die könnt ihr dann so an die Ecke tun und da dann hinstellen. Also und da dann einfach Tokens reintun. Also ganz viel, um einfach Platz zu haben. Wenn ihr dann spielen wollt, dann räumen wir alle Platten weg, legen die beiseite. Und danach setzt ihr euch hin und tada! Ihr könnt einfach losspielen. Und es hat diese interessante Neigung, die muss man wirklich mal erlebt haben. Ja, dass wenn ihr spielt, dann gibt es hier einen kleinen Unterschied zwischen dem Spielbrett und mein Ellbogen, dass ich mich so bequem nach vorne beugen kann. Und das ist so ein, ich kann es nicht erklären, man muss es einfach mal gemacht haben. Also falls ihr mal irgendwo auf das Spiel seid und da seht ihr Geek & Sun, setzt euch mal an die Tische und ihr werdet verstehen, was ich meine. Dass man sich so leicht nach vorne beugt und es ist dann einfach bequem. Welche Option es beim Kickstarter auch gibt, falls ihr nicht diesen wunderschönen Teppich haben wollt, ist, dass ihr zum einen diesen Teppich einfach hochheben könnt und danach habt ihr hier so ein, ich weiß nicht, ist das so Glas, halt, Plastik, Acrylzeug, wo ihr dann auch Spielmatten drauflegen könnt. Ich glaube, das ist besonders interessant für Dungeons & Dragons Leute, also wenn man dann da auch mal was zeichnen will auf der Battlemat. Und dafür eignet sich dann natürlich auch hier dieses Tray, das keiner lünkern kann. Davon kann man sich natürlich auch mehrere holen. Habe ich zum Beispiel dann für meinen Tisch, den ich zu Hause habe, habe ich auch mehrere. Dass wenn ich dann so Spiele wie Kampf um Rokugan, wo man nicht sehen soll, welche Tokens ich habe, dann nehmen wir diese Dinger und die fallen dann auch nicht um und sind ganz stabil. Weil, ihr seht hier zum Beispiel, haben die hier so kleine Ecken. Den ganzen Tisch gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Also da müsst ihr euch mal überlegen, ob ihr öfters zu zweit spielt oder ob ihr auch mal Besuch habt und dann zu viert oder zu sechst spielt. Dann solltet ihr euch natürlich auch den größeren Tisch holen. Wenn ihr natürlich viel zu zweit spielt, dann reicht der Tisch auch für vier Personen. Was ich natürlich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist bei diesen Tischen immer, dass wenn Menschen zu mir zu Besuch kommen, fragen die mich immer, auch nicht Brettspieler, weil die Platten sind ja drauf und man kennt es gar nicht, dass es so ein Brettspieltisch ist, was das für ein Tisch ist und wo sie sich diesen Tisch kaufen können. Und das zeigt für mich einfach, wie modern und stylisch er ist. Und ich muss auch sagen, ich habe ja dieses helle Holz mit dem Metallbein und hier dieses braune, dunklere Holz finde ich schon sehr edel und sehr nice. Falls ihr noch irgendwas sucht, was ihr euch an Accessoires hier an den Rand machen könnt, weil genau die Schiene, die wir hier außen haben, gibt es hier auch innen. Das heißt, hier innen haben wir auch nochmal Platz und können hier Sachen anklickern. Das heißt, hier so eine Tokenbox, die wir dann auch weiterschieben können. Gleichzeitig haben wir hier auch eine für Karten halten. Das heißt, hier habt ihr auch so ein Loch, da könnt ihr eure Karten reintun. Ja, und das steht dann auch so leicht ab, damit ihr die leichter nehmen könnt. Und das gibt es halt in verschiedenen Farben und Variationen für kleine Gloomhaven-Karten. Ich sage immer Gloomhaven-Größe. Für Dixit-Größe gibt es das Ganze. Für Würfel gibt es das. Und natürlich die verschiedenen Farben. Falls ihr drauf steht, dann habt ihr direkt hier, ne? Ja, das ist hoffentlich rot, grün. Ich weiß, das ist blau und gelb. Das heißt, ihr habt dann verschiedene Farben, die ihr für euch benutzen könnt. Also ich muss sagen, ich habe diesen Tisch ja auch schon persönlich in meinem Leben viel getestet. Wenn ihr etwas sucht, was wirklich hochwertig produziert ist, was eine schicke Optik habt
und auch gleichzeitig spielerisch viele Highlights bietet, weil durch diese ganzen Accessoires wird natürlich euer spielerisches Erlebnis deutlich aufgewertet. Deshalb kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr euch den Tisch holt, könnt ihr euch nur den Tisch holen, aber holt euch dann nach und nach Accessoires, weil die sind wirklich, wirklich auch für mich persönlich das Highlight an dem ganzen Tisch. Also, und natürlich dieser Teppichboden, also das ist einfach richtig toll. Also, ja, das ist der neue Megan-Tisch, beziehungsweise der alte, neu entwickelte Megan-Tisch, der jetzt auf Kickstarter startet bei Geek & Sun. Deshalb schaut mal unten in den Link rein. Und dort könnt ihr euch den Tisch dann holen. Und ich sage auch nochmal Danke an Geek & Sun, dass sie hier den Tisch hingeschickt haben und ich den austesten darf, weil das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und ich hoffe, es kann auch euch helfen, ob der Tisch was für euch ist oder nicht. Und ich sage Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Christopher von den Brettspielgeeks.